Heute wird also wieder einmal gebastelt. Diesen Spiritus-Dosenkocher, den habe ich schon vor einer ganzen Weile gebaut. Und ja, er funktioniert sehr gut. Allerdings wollte ich jetzt gerne mal einen bauen, an dem die Chats hier aus der Seite kommen. Einen sogenannten Sideburner, also Seitenbrenner. Der ist dann eher für breitere Töpfe geeignet. Ja, und das wollte ich heute mit euch zusammen machen. Da ich keine Bauanleitung für einen schönen Seitenbrenner gefunden habe, gehe ich einfach von meinen Erfahrungen aus, die ich beim Bau dieses Brenners hier gesammelt habe. Und ja, dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ich möchte zwei verschiedene Varianten ausprobieren. Einmal ganz ähnlich wie bei diesem hier mit dem Ober- und Unterteil arbeiten. Allerdings, wenn die Löcher später hier an der Seite eingestanzt werden, dann kann es sein, wenn ich, wie bei diesem hier, die Wand bis ganz nach unten ziehe, dass ich durch beide Wände, also Ober- und Unterteil, mein Loch stanzen muss. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich werde es ausprobieren. Und dann habe ich noch mal eine hier, solche kleinere Dose. Im Vergleich, die ist schmäler. Da werde ich einen Dosenkocher bauen mit zwei Unterteilen. Ich habe nämlich noch eine. Und am Ende werden wir sehen, welche besser funktioniert oder ja, mal schauen. Übrigens, wenn ich zwei Unterteile habe, dann hat das den großen Vorteil, dass die Wand, weil es ist ja ein doppelwandiger Brenner, gerade sein kann. Bei diesem hier musste ich ja eine Vorlage ausschneiden, weil die ein bisschen konisch zugeht, oben schmäler, unten breiter oder umgedreht, je nachdem. Ja, wenn ich zwei Unterteile verwende, habe ich dieses Problem nicht mehr. Das heißt, die Innenwand ist einfach nur gerade. Ich fange jetzt erstmal mit dem kleineren, leichteren an. Wie gesagt, die doppelte Wand muss hier nicht konisch verlaufen, sondern gerade und deswegen ist das einfacher zu bauen. Ich möchte gern meine Chats ungefähr 1,5 cm vom Deckel weg haben. Und da mache ich mir eine feine Linie, damit ich nachher genau weiß, wo ich meine Löcher stechen muss. Ich habe hier ein Buch. Ich habe das vorhin schon mal ausprobiert. Wenn ich den Stift hier reinlege, kappe natürlich ab. Und die Dose jetzt hier entlang führe, dann sind das genau 1,5 cm. Und so bekomme ich eine schöne, gerade Linie rundherum. Als erstes bastle ich mir eine Schablone, damit die Löcher die gleichen Abstände haben. Wie man so etwas macht, habe ich in meinem ersten Video zum Dosenkocherbau gezeigt. Ich verlinke euch das Video oben. Da die beiden Dosen unterschiedliche Durchmesser haben, muss ich auch zwei verschiedene Vorlagen bauen. Über die Dose gestülpt muss ich jetzt nur noch an jedem senkrechten Strich ein Loch stechen. Bei mir sind das insgesamt 16. So sieht nun die fertige Schablone aus. Jetzt mache ich erstmal meine Löcher. Ich benutze dafür so einen Pin.
So, die Löcher sind jetzt drin. Jetzt müssen wir den Deckel ausschneiden. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Das geht eigentlich sehr gut mit so einem Cuttermesser. Ja, probieren wir es. Das Material ist doch ziemlich zäh. Wenn man einen kleinen Dremel hätte, könnte das Ganze viel einfacher sein. Ich habe solch eine Cutterklinge auf ein Brett geklebt und damit schneide ich meine Dose auf. Ungefähr 3,2 cm. Ich habe das ausgemessen vorher. Ich muss meine Dose jetzt nur im Kreis an der Klinge entlang führen und dann sollte ich eine Kante haben, eine Schnittkante, und dann schauen wir mal. Die Cutterklinge muss im Übrigen sehr scharf sein. Wenn man sie wie ich schon ein paar Mal benutzt hat, funktioniert das Ganze nicht mehr so gut. Da das Oberteil später über das Unterteil gestülpt werden muss, muss man es ein bisschen aufweiten. Das macht man am besten mit einer anderen Dose der gleichen Weite. Allerdings ist es von Vorteil, wenn die Dose noch voll ist, dann gibt das Material nicht so nach. Ich habe die hier jetzt auch unten schon mal ein bisschen sauber gemacht. Normalerweise soll der 2,5 cm sein. Ich mache ihn jetzt mal nur 2 cm, damit er mir nachher die Löcher oben nicht verdeckt. Gleiches Prozedere wie eben auch schon. Die Dose an der Klinge entlang führen. Jetzt brauchen wir noch die innere Wand, ungefähr 3,5 cm. Jetzt markiere ich mir die 3,5 cm. Das ist jetzt die innere Wand. Mit so einem Zahnstocher oder einem kleinen Holz kann man jetzt hier kleine Kerben reindrücken. Dann lässt sich das Oberteil später besser drüber schieben. Das muss gar nicht so exakt sein. Dann legt ihr die innere Wand hier rein. Aber nicht vergessen, wir müssen hier kleine Löcher reinmachen, dass der Spiritus zwischen die beiden Wände kommt. Zwei würden genügen, eins links, eins rechts. Jetzt muss nur noch der obere Teil über den unteren gestülpt werden und der Brenner ist fertig. Das kann jetzt ein bisschen knifflig sein. Man kann sich hier so kleine Hilfsteile bauen, die kann man mit hier drunter stecken.
Das hat deutlich länger gedauert als hier gezeigt. Ich habe bestimmt 10 Minuten gebraucht, aber ich wollte euch nicht langweilen. Muss man das nach unten drücken. Beim Herunterdrücken muss man darauf achten, dass die doppelte Wand unter die Falz rutscht. Das sieht gut aus. Jetzt kontrolliere ich die Löcher, ob sie auch tatsächlich durchgehen und dass mir nicht Unterseite über den Löchern, über die Löcher gerutscht ist. Am Ende drücke ich hier diesen äußeren Rand noch ein bisschen nach innen. Dann kann man sich auch nicht schneiden. Fertig. Den müssen wir jetzt nur noch ausprobieren. Jetzt zum zweiten. Ich werde genauso vorgehen. Allerdings müssen hier die Löcher ein Stück weiter runter. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Diesmal mache ich meine Linie ungefähr bei 2 cm, sonst komme ich zu weit runter. Diese Schulter hier ist doch sehr gebogen. Das heißt, die Löcher kommen knapp unterhalb dieser Biegung. Ich mache mir wieder meine Hilfslinie. Das Oberteil habe ich wieder bei ca. 3,2 cm abgeschnitten. Das entsprechende Unterteil habe ich bei 3 cm abgeschnitten. Jetzt braucht man wieder die zweite Wand. Und diesmal ist das so, dass das hier konisch zuläuft. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier was rausschneiden. Da mir einige Aufnahmen verloren gegangen sind, zeige ich euch jetzt noch einmal hier, wie man die innere Wand für die größere Dose, also diesen konischen Verlauf, anfertigt. Zuerst braucht ihr eine gerade Linie. Und dann legt ihr das Lineal an und macht hier einen rechten Winkel. Das verlängert ihr euch ein bisschen. Ihr nehmt eure Dose und findet den unteren Durchmesser heraus, indem ihr das hier markiert, und den oberen, den braucht ihr auch. Oben ist die Dose breiter, unten ist sie kleiner und deswegen muss die Vorlage, die zweite Wand, innen konisch sein. Das war jetzt oben, dann nehmen wir die Hälfte. Markieren wir und die legen wir genau auf die Mitte, dort wo ihr den Strich nach unten gezogen habt. Dann macht ihr euch hier eine Markierung und hier. Und dann wisst ihr, das ist die obere Weite. Meine doppelte Wand ist hier 4 cm tief. Also markiere ich mir hier 4 cm. Und dort nehme ich dann den Durchmesser des kleineren Teiles. Das lege ich auch hier an. Direkt bei 4 cm. Markierung links, Markierung rechts. Und dann verbindet man das Ganze, bis sich die
Linien dort unten treffen. So. Hier ist unser Schnittpunkt. Und jetzt brauchen wir ein Stück Schnur. Verbinden das mit dem Stift. Und jetzt ahnt ihr, was kommt. Ihr könnt hier einen Pin nehmen oder einfach nur den Daumen. Den Stift so gerade wie möglich halten. Ihr geht zum Mittelpunkt und dann zieht ihr eure Linie. Und das Ganze macht ihr noch einmal. Und schon habt ihr eure Vorlage. Übrigens habe ich die Idee zu der Vorlage von dem Kanal Tim Can und ich verlinke euch den Kanal natürlich unten. Alles, was ihr jetzt machen müsst, ist die Vorlage ausschneiden. Ihr braucht ungefähr 17 cm und das schneidet ihr aus auf eurem Blech oder übertragt es beziehungsweise übertragt es auf euer Blech und schneidet es dann aus. Das ist jetzt die Vorlage für innen. Und die sollte jetzt passen. Auch hier schneiden wir wieder unten kleine Öffnungen rein. Ups. Und jetzt muss der Deckel drauf. Nicht schön, aber selten. In dem Fall schaue ich mal, ob ich die Löcher nochmal nachsteche. Und so sieht er jetzt aus. Und wir werden dann mal ausprobieren, ob das auch funktioniert. Das sind jetzt die beiden Exemplare. Beide müssen jeweils 250 Milliliter Wasser zum Kochen bringen. Ich habe 20 Milliliter Spiritus für den Kocher und 5 Milliliter Spiritus fürs Vorheizen genommen. Den Test habe ich in der Küche gemacht, damit für beide Kocher die gleichen Bedingungen herrschen. Draußen kann es natürlich etwas länger dauern. Bei dem kleineren Brenner habe ich den Topf nach 40 Sekunden aufgesetzt. Der Spiritus ist ausreichend heiß, damit die Flammen nicht ausgehen und die Jets brennen stabil. Nach 4 Minuten kocht das Wasser. Jetzt kommt der etwas größere Kocher dran. Auch hier nehme ich 20 Milliliter für den Kocher und 5 für das Vorheizen.
Bei diesem Kocher konnte ich den Topf schon nach 30 Sekunden aufsetzen, da die Jets stabil gebrannt haben. Nicht alle Jets haben den Topfboden erreicht. Das mag am Einstechwinkel liegen. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Hier hat das Wasser nach 3 Minuten und 25 Sekunden gekocht. Mein alter Kocher wiegt 10 Gramm. Der neue, größere, wiegt auch 10 Gramm. Und der kleine wiegt 7 Gramm. Ich bin mit beiden zwar zufrieden, aber zu gegebener Zeit werde ich noch mal was anderes ausprobieren. Ich hoffe, euch hat meine kleine Bastelei gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, macht's gut!